Schrapplige TK-Patties im direkten Vergleich mit selbstgewolften Patties. Das geht ganz einfach zu Hause. Nur wenn du selber wolfst, weißt du, was wirklich drin ist. Heute geht's um Burger und wer jetzt denkt, oh mein Gott, jetzt kommt das nächste High-End-Burger-Video irgendwie ganz fancy abgefahren. Nein, ihr habt euch ein Burger-Video gewünscht, das ein bisschen basic ist, wo es einfach darum geht, für den Hausgebrauch, wie kann man seine Burger-Patties selber machen, wie kann man sie vielleicht ein bisschen besser machen. Und hier kommen zwei schöne Ansätze für selbstgemachte Burger-Patties, beziehungsweise um einfach das gekaufte Hack ein kleines bisschen zu tunen. Wir wollen es wirklich saftig machen. Und wie wir hier aus dem ganzen normalen Hackfleisch ein richtig schön saftiges Patty hinbekommen oder wie wir uns ein bisschen Fleisch selber wolfen, das will ich euch heute im Video zeigen. Wir haben uns jetzt einfach hier ein bisschen Rinderhack gekauft. Da steht drauf irgendwie 7 bis 10% Fett. Das ist für einen Burger ein bisschen wenig. Und ich bin früher auch hergegangen, habe mir so einen Rinderhack gekauft, habe mir noch Salz, Pfeffer dran, Burger-Patties von gemacht. Aber die werden halt einfach immer sehr schnell trocken. Und wir brauchen einen höheren Fettgehalt. Nun ist es nicht so einfach, richtig gutes und vor allen Dingen leckeres Rinderfett einfach so zu kaufen. Wenn ich Fett dazu setze, dann nehme ich gerne ein leicht schmelzendes Fett. Ja, ich will halt kein wirklich Teige und derbes Fett irgendwie dazu haben. Und deshalb kommt jetzt hier ein kleiner Trick. Man sieht es vielleicht schon, ich habe hier ein bisschen Bacon. Und wenn ich dieses ganz normale, klassische Rinderhack mit viel zu wenig Fett ein bisschen aufwerten will, dann schnappe ich mir einfach hier ein klein bisschen Bacon. Und wir nehmen nur den fetten Teil, wir nehmen gar nicht den Teil mit viel Fleisch dran. Ich schnippel einfach mal den Bacon klein, sorge dafür, dass wir eine ganz, ganz feine Größe haben. Nicht jeder hat einen Fleischwolf zu Hause, aber vielleicht habt ihr doch Bock irgendwie auf ein frisches Burger-Patty. Und das ist dann mein Tipp, meine Empfehlung, das so zu machen, weil hier steckt das Speckzeug drin, hier steckt das Fett drin, hier steckt der Geschmack drin. Und wenn wir ganz ehrlich sind, so groß ist der Geschmackseintrag nicht, dass wir am Ende nicht mehr das Gefühl hätten, dass wir einen wirklichen Burger vor uns haben. Wir nehmen ja nur das Fett. Richtig schön durchgehackt, richtig schön fein gemacht. Und ein kleiner Tipp, wenn man das erste Mal macht oder wenn man nicht so oft mit solchen Mengen umgeht, wiegt es einfach aus. Schaut euch an, wir haben unser Rinderhackfleisch, das hat 7 bis 10% Fett, ja, so über den Schnitt. Und wenn wir jetzt hier 250 Gramm haben und wir wollen am Ende auf ein Fettlevel von so über den Daumen 20% kommen, wo man sagt, das wird jetzt ein vernünftiger Burger, dann brauchen wir hier halt einfach nochmal so roundabout 10%, das heißt 25 Gramm. Und wenn man das so auswiegt, dann kommt man auch ganz gut damit zurecht, dass man nicht viel zu viel Fett in den Burger reingibt. Ich kann euch sagen, wir haben es probiert, mehrfach unter 10% wirkt sehr, sehr schnell trocken. 15 bis 20%, das ist so der optimale Fettwert, den man in so einen Hack haben kann, wenn man Burger draus braten will. Und alles, was über 25-30% wird, das läuft sowieso wieder raus. Vor allen Dingen führt das dann sehr schnell dazu, dass das Patty einfach zu fluffig ist, zu locker ist und auf dem Grill komplett auseinanderfällt. Auf einer Platte kann man sowas noch ganz gut braten, aber dann schwimmt die komplette Platte halt einfach im Fett und im Öl und das ist nicht unbedingt das, was ich will. Und wenn ich auf dem Grill arbeite, dann muss ich auch ein bisschen aufpassen, wenn ich die so über Fett mache, dann kommt eben sehr schnell dieses Fettbrandentfernung. Jetzt kneten wir das Ganze durch und hier kommt auch wieder noch mal ein wichtiger Punkt. Wir können natürlich vorher gerne schon ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer mit dran geben an die ganze Geschichte. Aber wir sollten so einen Burgerhack nie zu lange kneten, ja? Und immer relativ luftig. Das ist nicht wie beim Kuchen oder beim Pizzateig, wo wir Bindung aufbauen wollen, sondern mir geht es eigentlich eher darum, möglichst wenig Bindung dabei aufzubauen. Ja? Also probiere ich das eher so ein bisschen locker durchzumengen, anstatt das wirklich zu kneten. Je mehr ich es knete, umso mehr lösen sich die Strukturen und umso mehr bappt das Ding dann auch wieder zusammen. Weil der große Vorteil von so einem selbstgemachten Patty ist halt der, dass ich den Druck einstellen kann, dass ich mir überlegen kann, wie soll mein Patty aussehen. Ja, ich muss einfach nicht das vorgefertigte flache Ding nehmen, sondern wenn ich Bock habe auf ein dickes Patty mit ordentlich Fleisch und richtig Saftigkeit, dann mache ich es halt ein bisschen dicker. Und ja, deshalb ist es sehr wichtig, dass man das mit der Hand macht und vorsichtig durchmengt. Das waren 280 Gramm am Ende und wir drücken die jetzt ein ganz bisschen zusammen. Wir machen mal so keine überdimensional großen, so 140 Gramm Patties. Das ist schon ganz sinnvoll im ersten Schritt. Wenn ich die mit der Hand forme, dann drücke ich von oben natürlich drauf, drehe sie dann aber immer so ein bisschen wieder. Ja.
dass sie eine schöne runde Form bekommen. Wenn man einfach nur eine Kugel macht und die platt drückt, dann passiert es leider ganz häufig, dass der am Rand wieder aufreißt. Auch das kann man essen. Ja? Auch so ein Smashburger kann man super essen, ist ja überhaupt gar kein Problem. Aber für die Optik wollen wir ja eigentlich ein schönes, rundes Patty haben. Das war jetzt die einfache und relativ schnelle Variante, weil wir brauchen nur ein bisschen Speck zu kaufen und wir brauchen uns frisches Rinderhack zu kaufen und schon kann es losgehen. Und ich finde auch, das sieht irgendwie deutlich appetitlicher aus wie die TK-Variante, die wir hier vorne haben. Wenn ihr aber wirklich wissen wollt, was drin ist, dann müsst ihr auch das Hackfleisch selber machen. Und jetzt will ich einmal kurz mit euch über Hackfleisch sprechen. Die letzten Male, wenn wir so Burger-Videos gedreht hatten, dann hatten wir immer diesen riesengroßen Fleischwolf hier stehen, ja, schön am Starkstrom angeschlossen. Da kannst du im Prinzip einen halben Nacken reinschmeißen und der dreht den durch. Weil das hier aber ein Video werden soll für diejenigen, die zu Hause Patties machen, habe ich einfach mal die doch recht günstige Variante von hier KitchenAid genommen. Das ist der Plastikfleischwolf. Ich glaube, den gibt es noch in der Metallversion. Da soll der noch mal ein bisschen besser sein. Und wenn wir jetzt unsere Patties selber wolfen wollen, dann ist natürlich erstmal wichtig, was für ein Fleisch wir kaufen. Die Frage sollten wir uns immer stellen. Und wenn ihr zum Metzger eures Vertrauens geht oder einfach an die Fleischtheke geht, dann müsst ihr nach Fleisch suchen, wo schon einiges an intramuskulärem Fett drinsteckt. Oder ihr müsst Fett kaufen und Fleisch kaufen und das Ganze miteinander vereinen. Wir haben im Rind viele Muskeln, die sich direkt für Burger anbieten, die ganz gut funktionieren. Ein paar Sachen gehen besser, ein paar Sachen gehen nicht so gut. Wir probieren das einfach mal kurz durch. Ich bin mittlerweile kein Freund mehr davon, irgendwelche Ribeye Steaks, Roast Beefs oder Filets zu Burger zu machen, es sei denn, ich verfolge wirklich ein Ziel und will einen Steak-Style-Burger machen oder will irgendwie einen Tartar-Burger machen, den ich nur ganz leicht von oben bis unten anbrate. Ja? Also alles, was ich so als klassisches High-End-Steak-Fleisch bezeichnen würde, Ribeye, Roast Beef, Filet, daraus sollte man schlichtweg keine Burger machen, das gehört nicht in Fleischwolf. Das ist anders zu verwerten. Wir haben so wenig Bindegewebe, das brauchen wir nicht zu wolfen. Die Stücke, die richtig viel Bindegewebe haben, ja, sowas wie die Beinscheiben, da wo man das Ossobuco oder diesen Beefhammer draus schneidet oder so, das ist was, was ich für Burger nicht empfehlen würde. Da hat man einfach zu viel von diesen festen Sehnenstückchen drin, das beißt sich unangenehm. Ja, auch das kann man mit aller Gewalt durch einen Fleischwolf drücken und Hackfleisch draus machen. Aber wenn wir wirklich ein geiles Burger-Patty haben wollen, dann würde ich eher in Richtung Nacken denken oder eben in Richtung die großen Stücke denken und die dann einfach verarbeiten. Natürlich, wenn es ein bisschen günstiger sein soll, geht zum Metzger und fragt einfach nach Hackfleisch für Burger. Sagt, ihr wollt es selber machen und er soll euch ein bisschen was zusammenpacken. Das sind dann auch oft Abschnitte von verschiedenen Stücken. Ganz so wichtig ist es nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man es durch die 3 mm Scheibe jagt, dann ist man auch so auf der sicheren Seite, dass man da keine großen Sehnenstückchen mit drin hat. Was gehört sonst noch dran? Einfach nur Pfeffer und Salz, sonst sollen wir nicht viel an so ein Patty mit dran geben. Da bin ich fest von überzeugt. Wir brauchen kein Ei zur Bindung, wir brauchen da irgendwie, ne, wir wollen keine Boulette machen mit Semmelbröseln drin oder sowas, einfach nur Hackfleisch und da ein bisschen das Fettlevel erhöhen bzw. einstellen über die Waage. Und wir machen das jetzt einfach mal hier mit unserer kleinen KitchenAid. Ich habe hier ein paar Teilstückchen vom von der Unterschale, beziehungsweise ist das zum Teil auch noch Tafelspitz, aber es ist das dicke Ende vom Tafelspitz, es ist das, was nicht so wirklich super, super zart ist. Ja. Und obwohl ich hier nicht viel Sehnen drin habe, gehe ich jetzt her und schneide sehr, sehr kleine Stückchen, so 1 bis 2 cm. Bei meinem Fleischwolf würde ich das nicht machen, ja, das ist schlichtweg nicht notwendig, der hat so viel Power, der drückt das einfach durch. Aber wir haben hier eine kleine Haushaltsmaschine und um die so ein bisschen zu unterstützen und damit die einfach auch nicht vollklebt und festhängt gleich, schneiden wir das Fleisch vorher schon mal ein bisschen klein, bevor wir es würzen. Einfach ein bisschen pures Rinderfett mit dazu. Ja, das ist so ein leicht schmelzendes, ich glaube, das hier ist von einem US-Beef übrig geblieben oder sowas. Haben wir hier unseren Fettanteil, unser Fleischanteil und im Regelfall reicht es auch, wenn man so über einen groben Daumen schätzt. Ja, 20%, 80% kommt ganz gut hin, aber um wirklich sicher zu sein, wiegen wir das Ganze doch noch einmal nach. Wir haben hier Fleischanteil 560 und wenn wir jetzt sagen, okay, da sind vielleicht 2-3% drin, wir brauchen noch 15%, 15% von 500 sind 75, lassen wir so stehen. Ja. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist unsere Grundmischung, die legen wir jetzt nochmal hin. Jetzt würzen wir die schon vorher, so kann der Pfeffer
und auch das Salz sich ein bisschen um das Fleisch drumherum legen. Und wenn wir es dann durch den Fleischwolf gejagt haben, dann brauchen wir es im Nachgang nicht noch einmal extra durchzukneten. Wir machen den Fleischwolf nicht an, bevor wir Fleisch aufgelegt haben. Der hier ist jetzt aus Plastik, aber wenn der aus Metall ist und auch hier vorne sind Metallteile und die reiben lange aufeinander, dann kann das Ganze auch schon mal sehr, sehr schnell sehr heiß werden. Nächster wichtiger Tipp, das hat man jetzt vielleicht nicht gesehen, aber ich habe das Fleisch erst ganz kurz vorher aus dem Kühlschrank rausgeholt. Ja? Gerade das Fett wolft sich deutlich besser, wenn es ein bisschen fester ist, als wenn es schon wirklich warm geworden ist. Vor allen Dingen ist es auch wichtig für die Kühlkette. Ich meine, wenn wir die Burger direkt danach essen, so wie wir es jetzt gleich machen werden, ist es nicht so wirklich dramatisch. 2 Stunden Pufferzeit hat man im Regelfall immer. Aber ansonsten sollte man einfach schauen, gerade wenn man die morgens macht, vielleicht abends essen möchte, dass man das Fleisch so kühl hält wie möglich. Ruhig ein bisschen was vorlegen und dann kann es auch schon losgehen. So, und wir machen das hier real und live, und also nicht live, aber ich habe keinen Bock, hier irgendwas zu fälschen. Das ist nicht so einfach mit dem Fleischwolf. Ich habe mir jetzt hier schon zum Stochern noch mal was Sinnvolleres gesucht, aber der transportiert das Zeugs nicht so gut nach vorne. Ich bin schon hergegangen und habe einfach noch mal wirklich richtig stark das Ganze durchgeschnitten und durchgehackt, ja, dass es ein bisschen besser vorne rauskommt. Fleisch ist fertig gewolft. Alles weg. Hier vorne hängt noch ein bisschen was drin. Den letzten Kram, ich würde ihn jetzt nicht auseinanderschrauben und das, was da drin hängt, noch hier mit reingeben. Weil oft ist es so, dass ich gerade hier in diesem Ansatz vorne die Stücke sammeln mit den ganzen Sehnen und allem drumherum. Und das sollte man wegschmeißen, dann hat man es. Ich meine, wir haben schon sehr sehnenfrei pariert, aber wenn man Sehnen hat, dann sammeln sie sich oft da vorne und nicht nehmen. Das ist das, was da drin steckt, sollte man auf die Seite legen. Jetzt machen wir auch hier raus ein paar Burger Patties. Ja. Und wir sehen auch hier stimmt das Verhältnis. Ne? Wir haben Weiß, wir haben Rot. Ich meine, klar, optisch gemessen ist das immer ein bisschen schwierig, aber so sollte das eigentlich aussehen. Die Dicke der Patties ist auch noch so ein entscheidender Faktor. Ja? Natürlich ist es cool, wenn man ein richtig schönes, dickes, kräftiges Patty irgendwo hat. Allerdings hat man dann auch relativ wenig Röstaromen. Wir haben mal vorne 2 kleine Patties gemacht. Hier, die sind jetzt ein bisschen größer. Aber auch hier schaue ich wieder, dass ich den Rand wieder richtig schön zusammendrücke. Und jetzt kommt noch ein Trick. Vielleicht ist das sogar der wichtigste Trick, wenn man Burger-Patties irgendwie selber macht. Und zwar bläht sich der Burger ja in der Mitte immer auf. Ja? Das Fleisch zieht sich zusammen, die Fasern ziehen sich zusammen und am Ende ist der Burger in der Mitte ganz dick und am Rand ganz dünn und vor allen Dingen zieht er sich sehr, sehr stark zusammen. Dem kann man ein bisschen entgegenwirken, wenn man dem Burger die klassische Burgerkuhle verpasst. Ja? Das heißt, wir gehen mit den Fingern her und drücken wirklich hier in der Mitte das Ganze ein klein wenig zusammen. Und zwar so viel, dass wir wirklich bei der Hälfte der Stärke angekommen sind. Ja? Das sieht man am Ende nicht mehr, wenn wir fertig sind mit der ganzen Geschichte. Aber das führt dazu, dass wir wirklich ein schönes und ein gleichmäßiges Bratbild auch bekommen. Und vor allen Dingen auch einen schönen gleichmäßigen Garpunkt. Wir haben alles gerichtet. Wir haben unsere Burger Buns, wir haben unsere Patties, wir haben ein paar Gurken geschnitten, wir haben die Röstzwiebeln, die stehen noch kurz unter der Wärmelampe. Ketchup, Mayo, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht dafür. Wir starten direkt mit dem Anbraten der Patties. Das Braten von Patties funktioniert am besten in einer Pfanne oder beziehungsweise auf einer Platte. Es gibt einen Grund, warum in fast jeder Burgerbude, die es irgendwo gibt, immer diese Bratplatten verbaut sind. Ja? Ein Patty auf dem Grillrost, ja, kann man machen, aber wenn wir wirklich geile Röstaromen haben wollen und wenn es auch ein bisschen um Geschwindigkeit geht, dann kommen wir um diese Plattenthematik nicht drum herum. Ein anderer schöner Effekt bei dem Patty auf der Platte ist der, dass wenn wir mit dem Paddel rangehen und das Patty wirklich auf der Platte schön eng abschaben, dass wir die Röstaromen wieder mitnehmen. Ganz oft hat man es, dass die Röstaromen einfach an der Pfanne, am Pfannenboden hängen bleiben oder am Grillrost hängen bleiben. Und dafür sind diese Platten hier einfach super. Ich glaube, das waren jetzt gefühlte, na, roundabout 2 Minuten. Schön dick auf die Platte drücken. Ja. Alternativ kann man auch, klingt komisch, aber geht ganz gut, in einer beschichteten Pfanne arbeiten. Da bleiben die Röstaromen auch im Regelfall nicht an der Pfanne hängen. Ja. Generell brauchen wir keine allzu hohe Temperatur. Wenn wir es zu heiß machen, dann verbrennen wir das Patty außen, bevor wir im Kern den richtigen Garpunkt erreicht haben. Saftig sind sie ja sowieso, wir haben ja das Fett extra dazugegeben. Einmal von der Platte abkratzen, ja, wenden und wow, das ist Röstaroma, so wie wir es brauchen. Wir können schon mal kurz zwischenmessen. Ja. Suchen uns so eine Stelle. Wir sind hier bei erst 30 Grad. Ruhig ein bisschen weiter reinpieksen. Wir suchen mit einem schnellen Thermometer immer den kältesten Punkt. Und an dem orientieren wir uns. Ja.
Weil das dünne Stückchen, was ein bisschen weiter gebraten ist, das funktioniert ganz gut. Ja? Aber wenn jemand in so einen Burger reinbeißt und ist im Kern noch komplett roh, vielleicht auch, weil er in der Mitte sehr, sehr dick geworden ist, dann ist das was, was viele oft nicht gerne mögen, weil es hält sich halt auch hartnäckig, der Mythos. Ich meine, bei manchen Patties macht das Sinn, aber dass das Ding durchgebraten einfach sicher ist. Und ja, ich gehe auch nicht weg und esse irgendwo roh gebratene, rare gebratene Burger-Patties. Hier bei dem Kleinen sind wir schon ganz gut. Den können wir schon hier rüberlegen. Das war einer von den Patties, die wir mit Speck aufgeknuspert haben oder getuned haben. Hier in dem hier sind wir auch schon bei 40 Grad. Hat er schon mal 50 Grad angezeigt. Da ist nicht so schlimm. Wir wollen irgendwo auf die 55 bis 60 Grad. Hier bei den größeren ist es deutlich einfacher, diesen Punkt dann auch wirklich zu treffen. Bisschen Butter auf die Platte, weil alles wird besser mit Butter. Kurz die Brötchen durchgeröstet. Zack, ordentlich, dass die Butter aufgesaugt wird. Macht das Ganze noch ein bisschen knuspriger. Führt auch dazu, dass wir an der Schnittfläche schön Röstaromen bekommen. Das versiegelt das Ganze noch mal so ein bisschen. Dann wird es nicht ganz so matschig. Wir haben hier unsere paar Gürkchen. Wir haben hier vorne unsere Röstzwiebeln. Bisschen gesalzen, vorher meliert, schön langsam ausgebacken, bis das Öl wieder eine Temperatur hat von 150 Grad. Dann haben wir auch eine richtig schöne und knackige Röstzwiebel. So, die Buns haben von beiden Seiten Farbe. Ich starte einfach und lege mir mal die Unterseiten zurecht. Wir machen auch keine Cheeseburger da draus, wir machen ganz klassische Hamburger. Einmal nehmen wir hier unser mit Speckfett getuntes Burger Patty. Dann haben wir die drei normalen aus der Unterschale bzw. aus dem Tafelspitz. Einmal ein etwas kleinerer, dann zwei, die etwas dicker sind. Überall mal einen Schlag Mayonnaise drauf. Dazu noch ein bisschen Ketchup, dann ein paar von den Gewürzgurken und ordentlich Röstzwiebeln. Ganz einfach, ganz simpel, so ein richtig geiler Imbissbudenburger. Dann haben wir hier unsere Deckel und dann sind die Burger auch schon fertig. Selbstgemachte Patties, relativ wenig Aufwand. Wir wissen, was drin ist. Wir haben uns um das Fettlevel gekümmert. Wir haben extra Röstzwiebeln gemacht. Wir haben wirklich ein schönes Burger-Frühstück. Ja, bei uns ist mittlerweile schon Mittag zusammengebaut. Ihr guckt das Ganze vielleicht eher abends. Wir lassen uns das Ganze jetzt schmecken. Ich bin gespannt darauf, wie die Variante mit dem Speck drin rüberkommt. Ich beiß einfach mal rein, oder? Und das Ding ist, war der kleinste, einigermaßen durchgebraten, muss man dazu sagen. Aber das ist richtig schön lecker und saftig. So, jetzt probieren wir den anderen noch mal zum Vergleich. Ich schneide auch den mal an. Einmal hier den etwas dickeren. Da sehen wir hier, der hat noch so einen ganz, ganz leichten rosanen Kern. Der erste war schon gut, war schon deutlich besser wie so ein fertiges Patty, was auch sehr viel Biss hat. Das hier ist noch mal eine Stufe lockerer, noch mal eine Stufe fluffiger. Und ganz ehrlich, noch mal eine Stufe geiler. Macht doch Sinn, den Fleischwolf rauszuholen, aber es muss nicht immer die große Variante sein, es muss nicht immer der komplexe Ansatz sein. Ihr könnt einfach zum Metzger gehen, holt euch ein bisschen Hackfleisch, sorgt ein bisschen für Fett und dann ran an den Fleischwolf und macht eure Patties selber. Nur dann wisst ihr, was wirklich drin steckt. Wenn ihr mehr solche Basic-Videos haben wollt, wo wir einfach ganz banale Dinge vielleicht nochmal aufdröseln, dann lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da und wir sehen uns hier garantiert wieder. Bis dann, ciao, ciao.